Jetzt haben wir einiges klären können und im letzten Abschnitt sprachen wir darüber, dass jede noch so kleine harmlose Sünde ein Angriff auf Gottes Thron ist und die Verbindung ist nicht immer sofort herzuleiten, weil man vielleicht gar nicht so denkt oder gar nicht das so wahrnimmt. Aber das ist im Kern, was passiert, wenn eine Sünde getan wird. Und der ein oder andere mag sagen, ich sehe die Herleitung immer noch nicht. Eine kleine verborgene Sünde, da wo keiner gesehen hatte, was da los war. Es handelte sich nur um eine Notlüge oder es war nur ein Griff in die Schublade, um ein paar Büroklammern mitzunehmen von der Arbeit. Es war ja Diebstahl, aber ist nur eine Kleinigkeit. Die Firma setzt da Millionen um, sagt der ein oder andere sich. Diese Art von kleinen Sünden oder noch so größere Sünde, jede Sünde ist ein Angriff auf Gottes Thron. Das ist nicht immer sofort vor Augen und das ist den meisten auch nicht bewusst. Und das, wenn wir hier in diesem Abschnitt vertiefen, dass Sünder im Kern und in Wahrheit Feinde Gottes sind aufgrund dieser Tatsache. Okay? Und das werden wir hier gleich klären. Was ist denn hier zum Beispiel mit dem Mann, der im Verborgenen irgendwo in den Amazonen lebt und der gehört einer Urkultur an, die noch nicht entdeckt wurde. Aber dieser Mann, vielleicht argumentiert man, der weiß gar nichts von Gott, der lebt da fröhlich daher und er tänzelt da rum und er isst Fleisch und geht abends ins Bett, aber er hat noch nie was von Gott gehört. Warum würde Gott diesen Mann bestrafen, wenn er von seinen Wegen des Götzendienstes, wenn er da jetzt zum Beispiel da einen Götzen anbetet, wieso wird Gott diesen Menschen bestrafen? Er hat doch noch nie was von Gott gehört, vielleicht argumentiert man. Und hier steht drin in Römer Kapitel 1, Vers 18, denn es wird geoffenbart Gottes Zorn vom Himmel her über alle Gottlosigkeit und Ungerechtigkeit der Menschen, welche die Wahrheit durch Ungerechtigkeit aufhalten. Also für diese Art von Menschen, die halt ungerecht leben, weil das von Gott Erkennbare unter ihnen offenbar ist, da Gott es ihnen offenbar gemacht hat. Denn sein unsichtbares Wesen, nämlich seine ewige Kraft und Gottheit, wird seit Erschaffung der Welt an den Werken durch Nachdenken wahrgenommen, so dass sie keine Entschuldigung haben. Es gibt keine Entschuldigung dafür, zu sagen, ich wusste nie, dass es einen Schöpfer gibt. Diese herrliche Schöpfung, die bietet uns ganz viel Freiheit und ganz viele Vorzüge. Und der Mensch darf sich bedienen und wie in allen Sachen im Leben ist alles mit Pflichten und Rechte immer verbunden. Egal was du tust, wenn du was kaufst oder du schaffst etwas an oder du baust etwas oder du mietest etwas oder du nimmst eine Frau, du gehst in die Ehe, was auch immer du tust, alles hat mit Pflichten und auch Recht zu tun. Du darfst es machen, aber es wird dir auferlegt, dass du das und das zu bringen hast. Es wird, überall ist es so. Und so ist auch hier, du sollst Gott, deinen Schöpfer, vom ganzen Herzen dienen und lieben, mit deiner ganzen Macht und deinen Mitmenschen so behandeln wie dich selbst. Und überall, wo das übertreten wird, da tut der Mensch eine Sünde. Und du darfst dich hier bedienen an Gold und Kupfer und Silber, sofern es dir gehört, und darfst schmieden. Und kannst dich hier kreativ da entfalten und kannst hier rausgehen, um Nahrung zu holen und kannst dir was bauen und kannst dir Habgüter anschaffen und wirtschaften. Aber es gibt auch Rechte, es gibt auch Dinge, die du tun musst. Und da, wo diese Rechte, da, wo du die Rechte, die du hast, übertrittst, weil du jetzt sagst, es gibt einen eigenen Weg, das ist die Sünde. Und die beste Erklärung für die Sünde finde ich im 1. Johannesbrief und in Kapitel 3. Und da wird ganz klar definiert in einem Vers, was in der Tat die Sünde ist. Ein Vers, 1. Johannes Kapitel 3 und Vers 4, und hier steht, jeder, der die Sünde tut, der tut auch die Gesetzlosigkeit. Und die Sünde ist die Gesetzlosigkeit. Und da mag der eine oder andere sagen, er versteht es vielleicht immer noch nicht. Wo ist denn jetzt, auch wenn es eine Gesetzlosigkeit ist, es ist ein kleiner Ausrutscher gewesen, wo ist die Verbindung, dass es ein direkter Angriff auf den Thron ist? Wie kann das denn sein? Etablieren wir erstmal diese Tatsache, dass Feinde existieren Gott gegenüber und das sind wirklich die Sünder. Haben wir jetzt gerade gelesen, dass die Sünde ist die Übertretung des Gesetzes, die Tora, Gottes Gebote, seine Satzungen. Er hat sie gegeben, dass Menschenkinder diese befolgen. Und die meisten Menschenkinder, die meisten Menschen, egal welche Kultur auf dieser Erde, hat sich entschieden, Gottes Gesetze nicht zu halten. Und damit machen sie sich zum Feind Gottes. Und da fragt der ein oder andere sich, aber wo ist jetzt die Gefahr für Gott? Wie kann dieser mickrige Mensch eine solche Gefahr darstellen, dass Gott in seinem Zorn sie einfach auslöscht? Hier zum Beispiel in Offenbarung in Kapitel 21, hier steht drin, Vers 8, wir kommen zu diesem Part später zurück, die Feiglinge aber und die Ungläubigen
und mit Gräuelbefleckten und Mörder und Unzüchtigen und Zauberer und Götzendiener und alle Lügner. Ihr Teil wird in dem See sein, der von Feuer und Schwefel brennt. Das ist der zweite Tod. Wie kann es denn sein, dass diese Dinge, die die Menschen getan haben, ja, die sind zwar schlecht, aber es ist so ein Gräuel vor Gott, dass er sie verbrennen würde? In der ersten Instanz, er ist der Schöpfer, er bestimmt, aber ich möchte dir noch tiefer grundlegende Sachen hier mal bieten, damit du verstehst, warum die Sünde so gravierend ist. Also, er wird diese Menschen auslöschen zum Schluss, wenn sie nicht umkehren. Das ist jetzt der Part, den wir jetzt hier haben. Menschen hätten ja die Chance, umzukehren. Das ist ja das Friedensangebot durch Jesus Christus. Dass Menschen wieder zurückkommen, und jetzt haben wir über diese Ordnung gesprochen im ersten Abschnitt, 1. Korinther 11, Vers 3, dass Christus ist das Haupt des Mannes, der Mann ist das Haupt der Frau und Gott ist das Haupt von allen, von Christus. Okay? Gott ist das Haupt von dieser ganzen Kette, von dieser Ordnung. Und überall, wo gegen diese Ordnung rebelliert wird, da verstößt man gegen Gottes Ordnung. Und da wird der eine oder andere sagen, naja, ich leite meine Frau nicht, ich lasse ihr einfach die Hosen an, hat sie vielleicht auch so an, weil das die Kultur heute so vorschreibt oder vorgibt, das meinen wir auch jetzt gar nicht, aber im Sinnbildlichen, sie ist da diejenige, die zu Hause herrscht und der Mann sagt, das ist so und er rebelliert gegen Gott, sagt aber gleichzeitig, er ist gläubig und die Frau sagt, nun ja, bei uns ist es so, ich gebe den Ton an, es war schon immer so, von Anfang an der Beziehung oder der Ehe hat sich das so eingebürgert und sie glaubt, sie ist im Glauben und versteht nicht, dass sie gegen diese Ordnung geht und glaubt, sie ist im Glauben oder er glaubt, er ist im Glauben, weil er den Namen Jesus Christus bekennt. Bis es zu spät ist und eines Tages steht man vor den Perlentoren oder vor dem weißen Thron und versteht, dass man hat niemals etwas mit Jesus Christus gehabt, weil man nur seinen Namen bekannt hat, aber diese Ordnung nicht gelebt hat. Und diese Ordnung, die Gott gegeben hat, hat etwas mit Unterordnung zu tun. Wir müssen uns unterordnen, weil Jakobus schreibt, das ordnet euch unter der mächtigen Hand Gottes und er wird euch erhöhen. Das heißt praktisch, wie der Mann das zeigt, dass er in diese Ordnung zurückgekehrt ist mit Gott, denn er war ja mal perfekt. Das sehen wir jetzt hier in den Anfangszeiten von Adam. Das kennzeichnet die Perfektion, die der Mensch hätte haben können. Und Adam rebellierte, weil er die Verbundenheit mit der Eva höher schätzte, als auf Gott zu hören. Und damit wurde er ein Sünder und damit wurde er ein Feind. Okay? Und die Eva hat bewiesen, dass sie würde gegen Adam gehen, indem sie ihn dominiert und indem sie ihn zu Fall bringt, weil sie will Gott sein. Sie will diese Position von Adam haben. Das haben wir in den ersten zwei Abschnitten besprochen. Nun, jetzt praktisch muss der Mann zeigen, dass er hat seine Gelüste bezwungen, denn das, was ihn am meisten dazu bringt, auf die Frau zu hören, der Frau untertan zu sein, sind seine Gelüste. Meistens ist es sexuelle Natur und daher sehen wir im 1. Mose Kapitel 17 den Bund der Beschneidung. Es steht nicht ausdrücklich drin und deswegen wegen dieser Reihenfolge. Aber du fragst dich, weswegen wird die Beschneidung oder wird ein Bund auf diese Art und Weise geschlossen? Was hat denn Gott davon? Gott zeigt, dass wenn der Mann wiederhergestellt wird und dann wirst du sehen, dass der Vater Abraham bis zum letzten Punkt übt er Gehorsam und als er den Isaak bereit ist zu opfern, 1. Mose 22, dann sagt Gott, jetzt bin ich gewiss, dass du wirklich alles machst, was ich will. Und in diesem Zustand kann Gott auch den Menschen wieder verherrlichen. Und ich werde es dir gleich erklären, weswegen. Und wenn die Frau wie Sarah, und in der Bibel steht drin, dass Sarah, die ist eine göttliche Frau. Und woran hat man das bemessen? Weil sie gut kochen konnte oder weil sie viele Mägde hatte? Weil sie Abraham untertan war, untergeordnet war, sich untergeordnet hat als eine göttliche Frau und nennt ihn Herr. Es entgeht wahrscheinlich den einen oder anderen, wie wichtig diese Punkte sind. Aber das ist eine Umkehr zu der Ordnung. Höchstwahrscheinlich sehr unpopulär, eine solche Meinung und eine solche Lehre in der heutigen Zeit, aber das ist der Kern. Also, die Thematik ist jetzt, wie ist das alles eine Feindschaft? Wir haben jetzt gesagt, das sind die praktischen Aspekte, wie Mann und Frau das leben. Wenn der Mann der Herr im Haus ist und die Frau übergibt ihn alles, so wie Christus alles dem Vater übergibt, dann sehen wir, dass eine Ordnung wiederhergestellt wird. Und der Mann liebt seine Frau in Einfältigkeit und die Frau ist dem Mann untergeordnet in aller Liebe und in aller Freimütigkeit. Okay, so, jetzt die Thematik mit der Feindschaft, immer noch nicht vielleicht ganz jetzt auf dem Schirm, wie kann der mickrige Mensch ein Feind sein? Okay, wenn Gott über das Leben spricht, dann spricht Gott nicht aus der Perspektive von den 70, 80 Jahren nach Psalm 90, wo der Mensch lebt. Okay, das ist nicht die Der Begriff, die Erklärung für das Leben.
Der Mensch lebt hier ein paar Jahre, hat ein paar Jahre, wo er Reis und Nudeln isst, er deckt sich zu abends, geht raus und schafft auf dem Feld und eines Tages stirbt er. Gott spricht von dem ewigen Leben, obwohl das ewige Leben jetzt hier von den Menschen abdingbar ist, anhand wie er sein Leben hier auf der Erde jetzt führt. Ich lese ihm was vor aus 1. Mose Kapitel 3. Und bevor Adam zum Baum von der Erkenntnis von Gut und Böse griff, da hätte er vom Baum des Lebens gegessen und hätte ewiglich gelebt. Okay? Diese Wahl hatte er auch gehabt, aber er hat von dem Baum der Erkenntnis von Gut und Böse gegessen und somit kam der Tod in die Welt. Nachdem er jetzt von diesem Baum gegessen hatte, von dem Baum der Erkenntnis von Gut und Böse, hat jetzt Gott es gewährt, nicht in diesem Zustand, jetzt von dem Baum des Lebens auch noch ist, sonst wäre er jetzt im ewigen Leben, aber in der feindlichen Gesinnung gegen Gott. Und das wird Gott nicht dulden. Okay? Macht das Sinn? Hier in Vers 22, und Gott der Herr sprach, Kapitel 3, 1. Mose, siehe, der Mensch ist geworden wie unser einer, indem er erkennt, was gut und böse ist. Nun aber, dass er nur nicht seine Hand ausstrecke und auch von dem Baum des Lebens nehme und esse und ewig lebe. Er ist in diesem Zustand. Jetzt ist Adam in einer feindsinnlichen Verfassung und kann jetzt so nicht ewiglich leben. Jetzt muss er rausgetrieben werden und er vertrieb den Menschen und ließ östlich vom Garten Eden die Cherubim lagern und die Flamme des blitzenden Schwertes, um den Weg zum Baum des Lebens zu bewachen. Kein Zugang mehr. Erst im Buch der Offenbarung siehst du, dass der Zugang wieder auf ist. Was ist zwischenzeitlich passiert? Der Mensch hat jetzt bewiesen, dass er diese feindliche Gesinnung nicht mehr hat. Und das oftmals passiert eher durch Drangsal oder durch freiwillige Unterordnung Gottes, dass man bewiesen hat, dass man sein Fleisch gekreuzigt hat. Und wenn man das bewiesen hat, und das hat immer zu tun mit dem Ego, und wenn der Mann das beweist, dass er sein Fleisch gekreuzigt hat, er hält die Tora Gottes höher als alles andere, er hält Gottes Gebote höher als alles andere, er hält seine Beziehung zu Jesus Christus höher als alles andere, das ist der praktische Beweis für den Mann. Und die Frau beweist, dass der Mann, der ja zum Leiter gegeben wurde, dass sie sich dem unterordnet. Da hörst du kaum heute, aber das ist die Wahrheit. Also, das ist erstmal der Grund, warum Gott es nicht dulden wird, dass ein Mensch, der jetzt hier ewiglich leben soll, aber in einer feindlichen Gesinnung ist, und die ist ja was, seinen Thron haben zu wollen. Stell dir mal vor, er erweckt jetzt da Tausende und Hunderte und Hunderttausende Menschen zum Leben, aber alle, es ist bei allen nicht geklärt, dass sie diese Gesinnung nicht mehr haben, seinen Thron haben zu wollen. Und da, um da jetzt in der Ewigkeit mit ewig lebenden Wesen einen ständigen Streit zu haben, dass sie seinen Thron haben wollen. Okay? So, ich lese mal was vor aus 1. Korinther, Kapitel 6. Würdest du sowas dulden? Würdest du jemanden in ein Haus dulden, wo du weißt ganz genau, er will dein Haus übernehmen? Er will dich weghaben, er will deine Frau zu sich nehmen, er will über deine Kinder herrschen. Würdest du einen solchen Menschen bei dir haben wollen? 1. Korinther Kapitel 6 und Paulus fragt die Korinthergemeinde, dass ihr, könnt ihr über diese Dinge, die euch jetzt hier betreffen, könnt ihr da nicht einfach klar entscheiden, ihr seid doch Kinder Gottes, denn was? Wisst ihr nicht, dass wir Engel richten werden? Wie viel mehr die Angelegenheit dieses Lebens? Also, der Part sagt jetzt, wenn du eines Tages verherrlicht wirst, da wirst du über Engel richten. Das heißt, du lebst ewiglich. Das ist der Punkt, den ich machen will. Du hast einen neuen Körper, du hast absolute Macht bekommen, aber diese Gesinnung kann nicht da sein, dass jemand Gottes Thron haben möchte. Wer sind jetzt Gottes Feinde? Wie kann der mickrige Mensch, du jetzt nochmal, es geht nicht um den mickrigen Mensch, der lebt 70, 80 Jahre, dann war es gewesen, sondern es geht um das ewige Leben, was geklärt wird. Kann dieser Mensch ewiglich leben? Ja oder nein? Fleisch und Blut kannst du zerstören, okay? Der Mensch ist jetzt noch Fleisch und Blut. Ist er eines Tages verherrlicht, dann hat er das ewige Leben und das klärt jetzt Gott vorher, ob der Mensch es auch wirklich ob der Mensch das auch wirklich empfangen kann. 2. Mose 15, hier steht drin, dass die halt Israel bedrängt haben, weil der Feind, der macht es nicht direkt auf Gott, der bedrängt Gottes Volk, er bedrängt die Leiterschaft, er bedrängt da den göttlichen Mann, er versucht ihn zum Fall zu bringen, er redet der göttlichen Frau etwas ein, etc. Und hier steht drin, dass Gott hat Widersacher und dass er diese zerstört. Das ist hier das Lied von Mose und hier ist das der Vers, 2. Mose 15, hier in Vers 7.
und mit deiner großen Macht hast du deine Widersacher vertilgt. Du hast deinen Grimm losgelassen, der verzerrte sie wie Stoppeln. Seine Widersacher, Menschen sind Widersacher Gottes. 4. Mose 10, lese ich dir mal was vor. 4. Mose 10. Und es geschah, Vers 35, wenn die Lade aufbrach, so sprach Mose, Herr, stehe auf, dass deine Feinde zerstreut werden und dass vor dir fliehen, die dich hassen. Okay, jetzt der Punkt, die Feinde Gottes sind auch die, die ihn hassen. Aber es ist doch nur eine kleine Notlüge im Verborgenen. Es war dunkel, es hat keiner gesehen, es hat gar keiner bemerkt, es hat keinen wirklich irgendeinen Schaden angerichtet. Die Bibel sagt, das sind die, die Gott hassen. Und die, die Gott hassen, wollen seinen Thron haben und das kann er nicht durchgehen lassen und wird er nicht durchgehen lassen. Und praktisch wird es zu sehen, in einem Haushalt, wo die Frau gegen den Mann rebelliert, dann weißt du ganz genau, das hat hier nichts mit der Ordnung Gottes zu tun, egal wie viel der Mann oder Frau bekennt, dass wir Gott lieben, wenn da nichts gegen unternommen wird. Okay? Und wenn sie ruhte, so sprach er, kehre wieder, o Herr, zu der Menge der Tausenden Israels. Also Moses hier verbindet die Feinde mit denen, die Gott hassen. Jetzt kläre ich dir das mal hier weiter vor. In Römer Kapitel 5 lese ich dir mal was vor, was der Paulus hier sagt über Sünder und wie Gott diese jetzt wirklich sieht. Das ist ja der Schluss, den wir hier raus sehen. Vers 8, Kapitel 5. Gott aber beweist seine Liebe zu uns dadurch, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren. Wir haben gesündigt und wir waren getrennt von ihm. Wie viel mehr nun werden wir, nachdem wir jetzt durch sein Blut gerechtfertigt worden sind, durch ihn vor dem Zorn errettet werden? Denn wenn wir mit Gott versöhnt worden sind durch den Tod seines Sohnes, als wir noch Feinde waren, okay, wie viel mehr werden wir als Versöhnte gerettet werden durch sein Leben? Also Christus kam deswegen, um uns zu schützen vor dem kommenden Zorn. Denn Christus kommt, um zu sterben, damit wir nicht in einen Gerichtssaal rein müssen, wo er der Richter ist. Das alleine müsste doch schon ernst genug sein für uns allen, zu verstehen, dass Christus meint es ernst. Yeshua HaMashiach meint es wirklich ernst. Die Sünde kann nicht bleiben und deswegen ist unser täglicher Kampf, diese Sünde wirklich hier zu verbannen. Jegliche Art von Sünde ist eine Feindschaft gegen Gott. Aber ich vertiefe es noch mit dir. Okay? Also, nochmal, die Ordnung, zu der wir zurückkehren müssen, spricht davon, dass wir in einer Ordnung gefunden werden, dass der Mann hier sein Fleisch kreuzigt und nicht mehr nach seinen Begierden wandelt und sich nicht einreden lässt von dem Satan. Dass ein anderer Weg der richtige wäre, sondern dass er wirklich auf Gottes Tora guckt und auf die schaut und sich durch den Geist führen lässt. Nochmal weiterhin zu der Feindschaft, Jakobus Kapitel 4 und Vers 4. Ihr Ehebrecher und Ehebrecherinnen, wisst ihr nicht, dass die Freundschaft mit der Welt Feindschaft gegen Gott ist. Wer also ein Freund der Welt sein will, der macht sich zum Feind Gottes. Du siehst immer wieder dieses Prinzip, zum Feind Gottes. Aber ich lebe doch nur ein bisschen weltlich, sagst du. Das ist doch gar nicht schlimm. Da macht man sich zum Feind Gottes. Aber wie? Wie ist das, dass eine kleine Lüge hier und dort und Unbedachtheit hier und dort und da mal ein falsches Wort und hier Lästerei und hier ein böser Gedanke. Warum ist es eine Feindschaft? Womit drücke ich damit aus, dass der Mensch zum Thron Gottes will? Wie kommt das zusammen? Und jetzt lese ich immer vor, Jakobus Kapitel 4, und das müsste es eigentlich klar machen für uns. Und in Vers 12, und passen wir jetzt mal auf. Jakobus Kapitel 4, Vers 12. Einer nur ist der Gesetzgeber, der die Macht hat zu retten und zu verderben. Wer bist du, dass du den anderen richtest? Und den Punkt, den ich machen will, ist, dass es gibt nur einen Gesetzgeber und der Gesetzgeber ist der Schöpfer. Der Schöpfer der ganzen Welt, also Gott, der Vater, ist der Gesetzgeber. Er hat die Gesetze gegeben und er bestimmt. Die Sünde ist die Übertretung des Gesetzes. Und wenn man das Gesetz übertritt und die Sünde tut, dann ist man ein Feind Gottes. Man ist ein Feind Gottes in der Hinsicht, dass man seinen Thron haben will, weil wenn man die Gesetze nicht gehorcht und sagt, naja, ich mache es auf meine Art und Weise, dann mache ich mich zum Gesetzesgeber. Okay? Wenn jemand sündigt, damit, wenn die Sünde jetzt die Übertretung des Gesetzes ist, denk mal, was wir vorhin gelesen haben, 1. Johannes 3, Vers 4. Jeder, der die Sünde tut, tut Gesetzlosigkeit. Und die Gesetzlosigkeit ist die Sünde. Jeder, der diese noch so kleine, harmlose Sünde praktiziert,
drückt damit aus, dass eigentlich bin ich der Gesetzgeber. Und weil ich der Gesetzgeber bin, verabschiede ich und verabscheue ich die Gesetze Gottes. Ich beweise, dass meine Art die richtige ist und damit sagt er, eigentlich bin ich besser als du. Ich weiß es besser. Eigentlich bin ich Gott. Ganz logischer Prozess. Macht das Sinn? Das ist der Grund, warum Gott diese Gesinnung nicht tolerieren kann im ewigen Reich. Aber ich möchte hier beweisen, dass genau aber da führt es hin, auch wenn es nicht gleich offensichtlich ist, der Geist, der gefallen ist vom Himmel, okay, der einst mächtiger, noch mächtiger Cherub, der hier viel waltet, der gefallene Engel, der Satan, infiziert Menschen mit diesem Gedankengut, auch wenn es nicht sofort klar ist, er flüstert den Menschen nicht ein, dass nun geh los und greif Gottes Thron an und versuch diesen einzunehmen. Es fängt mit Nörgelei hier und dort an. Hätte ich mal dies gemacht, hätte ich einen anderen Ehemann, wäre es viel besser gewesen. Hätte ich diese Ehefrau, wäre mein Leben viel besser gewesen. Hätte ich diese Art, also jegliche Art von Nörgelei und Unzufriedenheit, um sie anzustacheln gegen irgendeine Art von Sünde. Und die Sünde war es, wenn die Sünde erstmal getan ist, daraus kommt der Tod. Das weiß der Feind ganz genau. Also er kommt nicht sofort und sagt, Achtung, wir greifen jetzt hier übermorgen auf den Thron Gottes über, sondern er fängt an mit Kleinigkeiten. Deswegen sind unsere Gedanken wichtig, unsere Lebensart ist wichtig, wie wir mit dem Partner umgehen ist wichtig, Nähe zu Gott zu haben ist wichtig, weil viele können getäuscht werden am Ende, dass sie glauben, sie waren im Glauben, weil sie Sabbat gehalten haben, haben Bart lang wachsen lassen, gingen immer in die Gemeinde, haben Lobpreis gemacht, haben nie einen Gottesdienst ausgelassen und denken, naja, was kann die Bibel, lese ich ja auch. Also die Art, wie man lebt und wie man das hier ausführt in der Praxis und wie man mit Gott verbunden ist und das Herz ist von enormer Wichtigkeit. Okay? Also genau da aber führt es hin, dass in der Tat Menschen eines Tages aufstehen wollen und werden auf den Thron Gottes da zum Angriff übergehen. Klingt absurd, aber das ist, was das Wort sagt. Ich lese mir was vor aus 4. Mose 25. Das ist die Geschichte von Pinchas, der Priester aus den Ländern Aarons. Und schau mal, was da passiert ist zu einer Zeit in Israel. 4. Mose spricht von sehr, sehr viel Umstrukturierung im Volk. Und Leute haben sich positioniert und es gab Rebellion und Gott musste Dinge etablieren und bestätigen. Und jetzt lies mal vor, was hier passiert. Jetzt haben wir gesagt, der Thron Gottes, jetzt schau mal hier auf der Erde, als die Stiftshütte hier war. 2. Mose Kapitel 40 liest du, dass Gott da eingezogen ist. Und da, wo Gott sitzt, sehen wir mal das mal als Gottes Thron hier auf der Erde. Okay? Zu dem Zeitpunkt, Gott thronte nur hier. Er thront über den ganzen Erdkreis, das ist uns klar. Aber als er hier physisch anwesend auf der Erde war, bevor Jesus Christus kam, das hat sich manifestiert in seiner Anwesenheit in der Stiftshütte. Das heißt, da wo Gott jetzt war, in der Stiftshütte, im Allerheiligsten, wo Aaron nur einmal im Jahr rein konnte zu Yom Kippur, kennzeichnet jetzt der Sitz Gottes, sagt er auch. Ich werde zwischen den Cherubim thronen, okay, auf der Bundeslade. Also dort in der Stiftshütte, das ist sein Thron. Und Israel, Kapitel 25, ließ sich in Sittim nieder und das Volk fing an, Unzucht zu treiben mit den Töchtern der Moabiter. Also Israel verfiel in die Sünde und denk mal, was wir gesagt haben, in die Sünde zu verfallen, heißt, man drückt jetzt aus, er oder sie will Gottes Thron einnehmen und diese luden das Volk zu den Opfern ihrer Götter ein. Du wirst später lesen, dass dieses haben sie getan durch einen Rat, den sie bekommen haben. Schickt eure Frauen dahin. Der Feind weiß ganz genau, wie er am besten Männer Gottes zum Fall bringen kann. Schickt die Frau dahin, verführe ihn. Und vielleicht weiß die Frau gar nicht, dass sie benutzt wird. Vielleicht kennst du das Phänomen, du hast schon mal gehört, dass da eine junge Frau da plötzlich auf einen verheirateten, gestandenen Mann da irgendwie Avancen gemacht hatte oder Allüren da plötzlich davon sich gegeben hatte. Es ist nicht sehr erklärlich und wahrscheinlich weiß auch keiner, was da gerade los ist. Nicht, dass sie jetzt deswegen unschuldig sind, aber der Geist dahinter ist, dass überall, wo diese Struktur herrscht und wo diese intakt ist, da erkennt der Feind ja auch die Struktur und die Ordnung Gottes und da ist er begehrlich, das zu zerstören. Okay? Hier siehst du das und das Volk hier, das heidnische Volk, hatte diesen Rat bekommen, dieses zu tun, über die Frauen das zu nutzen, um Israel zu Fall zu bringen. Und diese luden das Volk zu den Opfern ihrer Götter ein. Und das Volk aß mit ihnen und betete ihre Götter an. Und siehe, Vers 6, ein Mann aus den Kindern Israels kam und brachte eine Midianiterin zu seinen Brüdern,
vor den Augen Moses und vor den Augen der ganzen Gemeinde der Kinder Israels, während sie weinten vor dem Eingang der Stiftshütte. Wieso praktiziert dieser Mensch das in dem Bereich der Stiftshütte? Welcher Geist trieb ihn? Wieso hat er es nicht irgendwo im Verborgenen gemacht? Sünde so schlimm genug, wie es ist. Wieso nicht irgendwo hinter einem Brunnen? Wieso in aller Öffentlichkeit vor der Stiftshütte? Ist eine klare Deklaration, eine klare Ansage auf Gottes Thron. Jede Sünde ist ein Angriff auf Gottes Thron. Und zum Schluss in der Offenbarung liest du jetzt Folgendes, dass zum Schluss, wenn der Satan die ganze Menschheit verführt, da wird er sie sammeln und er sammelt sie gegen die heilige Stadt. Er zieht mit ihnen in die heilige Stadt, das heißt, er umzingelt Jerusalem und ist ein Kennzeichen für hier, was wir hier lesen. Es kennzeichnet da der Ort, wo Gott wohnt, weil Gott sagt in den Schriften, dass hier will ich wohnen, Jerusalem. Das ist der Ort, wo ich wohnen will. Das ist, was der Satan einnehmen will, unbedingt, weil er diesen Geist hat. Jetzt überleg mal, als er perfekt war, was gab es denn sonst zu begehren? Er hatte jetzt schon hier ein Amt. Er hatte da viel Macht gehabt. Was gab es noch, außer wirklich den Thron haben zu wollen? Und das war seine Sünde. Und auch, das ist mir wichtig zu klären, auch wenn es nicht immer offensichtlich ist, das ist die Verbindung. Die Gesetzlosigkeit, jede noch so Rebellion gegen Gott, weil man sein Fleisch bedient und Begierden hat, und jede Frau, die sagt, naja, nun, der Mann kann auch nichts und deswegen muss ich rebellieren. Auch wenn es nicht zum Ausdruck an der Wand steht, dass ich jetzt damit Gottes Thron angreife, das ist der Geist dahinter. Okay? Und hier Offenbarung 20, und wenn die 1000 Jahre vollendet sind, wird der Satan aus seinem Gefängnis losgelassen werden. Denn Christus thront hier für 1000 Jahre, sperrt den Satan ein und regiert hier in absolutem Frieden und herrscht hier mit einem eisernen Stab, und Menschen erkennen, dass die Tora ist wirklich der einzige Weg. Aber dann lässt er den Satan wieder frei und damit werden die Heidenvölker wieder geprüft. Und er wird ausgehen, um die Heidenvölker zu verführen, und er schafft es auch sofort, die an den vier Enden der Erde leben, den Gog und den Magog, und um sie zum Kampf zu versammeln, deren Zahl wie der Sand am Meer ist. Und sie zogen herauf auf die Fläche des Landes und umringten das Heerlager der Heiligen und die geliebte Stadt. Und es fiel Feuer von Gott aus dem Himmel herab und verzehrte sie. Und der Teufel, der sie verführt hatte, wurde in den Feuersee und Schwefelsee geworfen, wo das Tier ist und der falsche Prophet. Und sie werden gepeinigt werden, Tag und Nacht, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und ich denke, damit können wir den Abschnitt abschließen, dass wir es verstehen, warum das so ist. Das ist die Verbindung. Eine Sünde ist ein Angriff auf Gottes Thron, das ist eine Deklaration, das ist eine Ansage gegen Gott. Ich bin der Gesetzgeber, sagt der sündige Mensch, und er will nicht umkehren, er macht sich nicht auf den Weg und sagt, wie komme ich da raus, was will Gott von mir, er macht sich keine Gedanken, er verharrt in diesem Gedankengut. Deswegen ist es wichtig, wenn du die Wahrheit gehört hast, überprüfe es, gebete darüber und schau, was Gott dir sagt und was du machen kannst, um dagegen anzugehen. Und die Verbindung ist, dass man will Gottes Thron haben. Und Gott gibt uns einen Ausweg durch Jesus Christus, aber nur den Namen Jesus Christus zu bekennen, dass er der Messias ist, und viel zu beten, das bewirkt nichts, außer wir setzen wirklich diese Dinge in die Praxis um. Und da hat uns Gott eine Ordnung gegeben, sehr simpel, sehr effektiv, wenige machen es aus Stolz, aus Ego, hat nichts zu tun mit Unterdrücken oder Sonstiges, aber man kommt aus dieser Ordnung raus, indem man sein Fleisch bezwingt. Ich hoffe, dass dieser Abschnitt dir was gebracht hat, dass du verstanden hast, was Gottes Ordnung auf sich hat, wie diese Dinge zusammenhängen. Möge der Allmächtige dich stärken, dir Kraft schenken, all seine Wege zu gehen, und dass du mit ihm vereint bist, du und dein ganzes Haus. Bis zum nächsten Mal, mein Freund. Shalom sei mit dir.